seid herzlich willkommen zu einem weiteren Teil Neverwinter mit mir und dem Nikolas. Alter! Oh! Blöd, dass man die Pfeile nicht wieder aufsammeln kann, so wie in Minecraft. Wie Minecraft? Hier? Yeah. Ja, die guten alten Minecrafter. Also, wir werden heute wieder eine neue Quest annehmen. Und ich glaube, das ist auch das, was wir in der heutigen Folge machen werden. Anscheinend wollen nicht nur wir von Godwin erfahren, wo sich Karsof und die Krone befindet. Und zwar erklärt er jetzt, also ich habe es ja wie immer ein bisschen leise, und zwar im letzten Part wurde ja die Krone von Neverwinter gestohlen, oder ihr gesagt im vorletzten. Die Nesher haben Godwin seinem Schicksal überlassen. Und dann haben die Nesher die, ja die Krone geklaut und jetzt wollen die Ratten und wir beide die Krone. Und die haben eben den Spion von den Neshern gefangen. Und jetzt wollen einmal die Ratten den Spion ausquetschen, sozusagen für Informationen, und einmal, also wir. Und die Ratten haben den halt jetzt gefangen, also vor uns, und jetzt müssen wir sozusagen in den Kerker von den Ratten und den befreien, obwohl es eigentlich ein Feind ist, aber zu unseren eigenen Gunsten befreien wir den. Genau. Hey, zusammen! Boom. Bam, der kommt da wieder. Ey Mann! Warte, ich muss doch Audio ein bisschen lauter machen. Ja, bei mir geht's eigentlich mit 11%. Und ich habe die Sprachlautstärke auch ein bisschen runtergestellt, weil es war gerade irgendwie ein bisschen extrem bei mir. Ah ja, okay, die Mission, die ist geil. Geilomatico! Bam. Wo ist der Ocke hier? Achso, ja, ich habe eine neue Superattacke freigeschaltet. Und die ist richtig. Warte, warte, nicht reingehen. Ich hab denn, auch was bei. Oh, ja, angreifen! Achtung, gegen die werden wir nachher in Massen kämpfen. Und gegen Boom, 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 Boom. Bam, das war mein Tor. Super Attack. Und zwar, die habe ich gerade aus Versehen schon eingesetzt. Die kann ich immer dreimal hintereinander machen. Und das ist das, dass, man sieht es wahrscheinlich bei dir schon, dass ich mich die ganze Zeit, immer höher voll heale, also dass ich halt immer mehr, immer höhere Healing-Attacken kriege. Ja, und ich habe jetzt gegen den Beiregen so einen behinderten Schuss, also der ist wirklich behinderter Schuss. Wirklich? Ja, eingetauscht und damit schießt ich halt den Gegner in die Beine und dann ist er behindert. Hey, du erzählst aber um Mist. Ich weiß nicht. Mhm, weiß ich nicht. Und ihr könnt auch mal gerne in die Kommentare schreiben, was wir nach Neverwinter spielen sollen. Aber das dauert wahrscheinlich noch eine Weile. Aber trotzdem könnt ihr uns schon mal Tipps geben. Genau, weil Neverwinter. Wie jetzt zum Beispiel Terraria. Ja. Falls ihr es kennt. Einfach mal googeln. Hier, guck, ich krieg jetzt als erstes habe ich irgendwie 14, jetzt habe ich schon 66 HP plus. Mhm, ja, das guck ist schon mal. Mehr Leben kriegst pro Aufstieg. Ja, guck mal. Oh, ich dusche. Oh, ja. Ich dusche mit. Ey, warte. Komm, duschen wir zusammen. Warte. Oh, ja, stimmt. Ich vergaß. Wie bei den Sims. Yeah. Okay. Ah, die sind wieder gespawnt. Was? Nein, die waren schon vorher. Hey, lol, meine Rüstung zählt, glaub, trotzdem. Obwohl ich sie nicht anhabe. Ja, ich weiß, es ist so. Muss schon anlegen. Wie jetzt aussieht, Alter, ein nackter Mensch kennt. Hast du ganz voll HP? Weil ja. Ich kann diese Attacke nämlich auch. Du musst nicht übertreiben mit dem Heilen. Guck, ich kann die Attacke auch auf dich machen. Warte, oh, ich kann die Attacke auch dreimal. Guck, einmal. Ah, nee, doch nicht. Die muss ich erst kurz aufladen. Aber. Das ist wirklich ein beschissener Schuss. Behinderter Schuss. Okay. Bäm. Und jetzt behinderter Schuss. Guck mal, ich habe dir in die Beine geschossen, das sind Pfeile. Yay, du bist geheilt. Hä, hey, also sieht man bei dir die Zahlen, also wirst du geheilt. Ja, ja. Okay, weil bei mir, also ich glaube, man sieht das immer von den anderen dann nicht. Oh, der behinderte Schuss hat gewirkt. Nee, das war nicht der, das ist der behinderte Schuss. Achso. Ganz normale Attacke. Oh, lol. cool. Weil wir das natürlich schon durchgespielt haben, wissen wir, dass hier eine Falle ist, aber demonstrationsmäßig
Du siehst die nochmal aus, genau. Ja, man kann hier außen rumlaufen, dann wird die nicht ausgelöst. Genau, und ich heal mich nochmal kurz hoch. Heal mich auch. Okay, wir heilen uns nochmal kurz hoch hier. Ey! Ist klar, Alter. Ist klar, Dekra, ist klar. Oh, du heilst mich voll. Ich gebe aus der Ferne den Spaten mit Superschuss und... Bam! Ja. Hat er was gedroppt? Nur Kupfer, oder? Der Kackschuss des Todes. Bam! Ja, voll cool, dass du mich so schnell wieder voll healen kannst. Also immer... LOL! Hä? Wir stecken fest. LOL! Weil wir das... Weil wir es aus Versehen gleichzeitig gemacht haben. Eigentlich soll das hier einer machen und dann geht's hoch, aber weil wir es beide gleichzeitig gemacht haben, ist hoch und wieder runter und jetzt kommen wir nicht weiter. Wollen wir uns verarschen? Was machen wir jetzt? Ja, keine Ahnung, Cut. Mal okay, raus, machen wir einen Cut. Rein. Und dann sehen wir uns gleich nach einem kurzen Cut wieder. Und da sind wir wieder nach einem kurzen Cut. Für euch waren es jetzt 2 Sekunden, für uns war es nochmal 2 Minuten länger. Ja, es war eine Sekunde. Jetzt sind wir wieder hier an der Stelle und jetzt öffne ich mal das Tor und jetzt klappt es. öffnen! Oh mein Gott. Es wäre einfach so fail gewesen, ich habe gerade einen guten Ring gehabt. Ja, ich habe einen guten Ring gehabt. Oh, hier können wir uns voll healen. Und wir wollten noch zur Info geben, dass vielleicht in der 5. Folge oder so oder ab und zu mal ein Gast dabei ist. Genau, auf meiner Seite. Oder? Auf deiner auch? Ja. Unterschiedlich halt. Je nachdem. Genau. Ey, du rusht hier ja schon vor. Ja, ich habe alle getötet aus der Reihe. Guck mal. Boah, Alter, wie brutal die hier alle liegen. Ja. Warte mal. Ey, Hygiene geht vor, ja? Ist mal im Ernst hier. Ih, wie blass ich bin. Egal. So, und da ist jetzt... Der Rattenboss? Ja, nein, noch nicht der richtige. Oder? Doch, Fleabottom, der wo den gefangen hat, die Geisel, also wo ihr euch vorher erklärt. Genau, das hat... Behinderter das Schuss! Alter. Boom! Da. Juhu! Übrigens, ich finde es ganz geil, dieser Q-Angriff bei mir. Der heilt uns und macht den Gegnern Schaden. Das ist ganz cool. Also so wie der uns heilt, also wenn ich halt den von hinten oder auch nicht, macht der den anderen Gegnern halt Schaden. Also immer 100, 200. Behinderter Schuss. So, jetzt mache ich wieder meinen schwachen Schuss hier. Behinderter Schuss. Ja, okay, da lohnt sich jetzt nicht mehr, mal die Vorteile einzusetzen. Alter, das hat sie einfach mal gar nicht gebracht. Hallo. Ich habe 50 Linka-Toten töten, so heißen die. Ja, ich war am Diebstahl der. Ja, also der Typ, der sieht ja schon mal hässlich aus, ne? Muss man ganz ehrlich sagen. Und. Lass die Kiste unten mir. Nee, die kann man beide, also die können wir beide aufmachen. Ja, habe ich schon mal mit einem anderen gemacht, den ich nicht kenne. Die sind niedlich. Ich öffne sie von der anderen Seite. Eine Rüstung, die mir nichts bringt. Ja, genau, wollte ich auch gerade sagen. Eine Rüstung. Wir haben Stiefel bekommen, aber für... Für Stufe 7. Ja, ich habe 2 Stiefel für Stufe 7. Guck mal. Ja, Stufe 7. That's really cool. Weißt du, bei welcher Zeitangabe wir sind? 12 Minuten haben wir noch. Oh, das ist ja geil. Ah, nee, Ist ja wegen den Cuts. 8. Okay, dann können wir ja noch die Quest hinterher machen, oder? Ja, genau. Ach, ist ja geil. Jetzt können wir bei dem hier... Du hast bei mir gerade eine Klatze gehabt. Klatze, cool. Und wenn der erkennt, das war der im Tutorial, den wir die Pfeile bringen mussten.
Mit etwas Glück haben, bewegt euch in diesem Viertel äußerst vorsichtig. Oh ja, stimmt. Gib dir das ab und nimm die nächste. Von haben wir die Informationen, ja, dass Karsov in einem Haus in der Nähe. Oh, Alter, die. Also, vielleicht in der Aufnahme jetzt nicht so die Hammer-Grafik, aber wenn man es selber spielt, die Grafik ist einfach nur so der Hammer. Also, dass das kostenlos ist, hört sich eigentlich so gut wie unmöglich an. Naja, Tag wurde gerade genannt. Wäre so halt wie Planet-Zeit oder so. Ja, Planet-Zeit ist dann immer noch so. Also, das ist ja Retro hoch 10 hier. Also das ist hier kein Spiel, das ist hier wirklich kein Spiel. Ja, was? Oh, die Stufe 7. Hallo, Stufe 7. Na. Ihr merkt auch schon gleich, dass sie etwas schlechter sind. Nein. Wir müssen hier jetzt zu dem Haus, wo angeblich die Krone drin ist. Genau. Aber wie Das dauert auch ein bisschen länger, oder? Nee, das schaffen wir noch. Ja, okay. Vielleicht machen wir das dann noch, weil... Obwohl, gehen wir die hier an und nehmen die nächste. Zum Glück ist euch nichts passiert. Ah doch, kommen die nächste. Haben noch. Als ja, genau, weil wir haben ja noch genug Speicherplatz und so. Genau. Oh, ich trinke mal kurz was. Nein, ich habe nichts zu trinken mit... Hier, Marathon, oh. ISO. Gleich Werbung. Also ich nehme immer Quellbrunnen hier, ne? Oder Saskia Wasser. Also ich weiß gar nicht, ob man das so nennt, aber brenne! Hä, man brennt hier durch nicht mal. Also ich finde, das hätten sie noch dazufügen können. Weil es ja so auffällig ist. Wieso brennt das Dach über uns nicht, aber die Wände brennen? Keine Ahnung. Ja, da brennt sogar das Dach. Oh nee, doch nicht. LOL, da ist noch eine mit. Achso, nee. Oh, ich dachte, das wäre eine Multiplayer-Spielerin, das wäre geil. Ah, ist ja nur diese Frau da. Da, ne? Ich nehme den Fetten. Bam, du hast die Maß geregelt. Stiefel, die mir nichts bringen. Stiefel der Gewalt. Hört sich voll geil an. Stiefel der Gewalt. Übrigens nicht erschrecken. Hier kommt gleich. Achso, nee. Doch nicht. Das war das Falsche. Das ist nicht meine. Ja, er nimmt jetzt Dauerschaden. Du von vorne und ich und so eine andere Bogenschützen schießen die ganze Zeit von hinten. Ja, halt die mit, also die da außen standen, die immer sagt, meine Schwester verpasst das alles oder so. Oh, hier ist ein Rucksack. Oh nee, ja. Ja, die folgt nur mir, wie geil. Die folgt dir gar nicht, sondern mir. Oh, warte mal, bleib mal stehen. Ist hier nicht noch was drin? Ja, hier ist noch was drin. Hey, komm! Hier ist noch was drin. Achso, nee. Das ist nur ein Altar. Oh, cool. Kannst du ihn auch öffnen, den Altar? Oh, nee. Okay. Ich weiß, das ist alles traurig hier. Es ist traurig, aber manchmal muss man Dinge auch so nehmen, wie sie sind. Und unsere Quest ist auch eben den Karsov suchen. Das ist der Anführer der Nasher und wie wir schon wissen, ja, okay, ist eigentlich nicht so, ich weiß, wieder gespoilert. Ja, echt hier. Geht auch nicht hier. Oh, hier liegt was. Hashtag Niklas ist unfähig. Yeah. Lol, ich hab das. Oh, da sind zwei Fette. Ich hab die jetzt wieder weggesnackt. Ich bin ein Superschuss. Und Superschuss. Und super. Schuss, bam. Und. Alter, wie schnell wir die down kriegen. Ja, ne? Ich mies. Ja, aber muss natürlich auch sein, ich bin zu zweit, also alleine sind die Quests hier nochmal. Ja, zu zweit. Ja, zu zweit ist eigentlich so gut wie alles einfacher. Ja, außer also an der Stelle, wo wir gerade mit unseren Schildkämpfern sind. Ja, Alter, das. Da muss man zu fünf sein, weil der Quest, wo wir mit unseren Schildkämpfern sind, ist mit unseren Level 24er. Aber wir konnten da zu zweit sein, keine Ahnung. Achtung! Nein! Hä, du greifst den schon an! Wie geht denn das? Ich war noch im Ladescreen. Hä, ich hatte gar keine Katzen. Nicht? Nee. Schon. Sag halt, was ja, in der Katzen passiert ist. Also, dieser dicke Typ hier hat den anderen Dicken weggeschickt auf irgendeine Tour, keine Ahnung.
jeden Fall nur mal so zur Info, interessiert mich eigentlich auch selber. Ah, nein! Lass mir! Wollten wir doch machen wegen Aufnahme. Hä, ich kann das gar nicht nehmen. Ach so. Nicht? Ist für deine Klasse. Ja. Yeah. Okay. Ah, jetzt haben wir die Leibwächter von dem Karsoff halt getötet und jetzt kriegen wir hier als Belohnung einen Rucksack. Damit haben wir halt mehr Inventarplätze. Genau. No. So, jetzt würde ich sagen, geben wir die Quest. Hey, ich hab zweimal die gleichen Stiefel. Ja, ich auch. Also würde ich sagen, wir geben die Quest noch ab und dann machen wir einen Cut. Yeah. Ja, right. Dann machen wir ein Ende. Wir setzen die ganze Zeit ein Ende. Tschüss. Achso, die können wir bei dir abgeben. Wollen wir die auch noch annehmen, die zwei? Nein. Okay. Oh, ich bin Stufe 7. Ja, ich auch. So, jetzt sind wir Stufe 7. Jetzt können wir noch kurz gehen. Hallo. Die Stiefel anziehen, ne? Hä? Lol, die stinken. Achso, nee. Ich dachte gerade, das soll so sein, als dass die stinken, als nur die. So, ich habe jetzt den Linkskrieg-Angriff, also ganz normal ein feiges Skill. Jetzt mache ich 10% mehr Schaden. Und jetzt kann ich schon andere Stiefel anziehen. Ich guck mal gerade nicht. Ja, ich möchte auch noch kurz was machen. Oh. Nächster Angriff. Der hier. Gleißendes Licht. Und da ist so ein Pfeil, der so durch den Körper eines anderen Menschen durch. Guck mal meine Schuhe an. Oh nein, dafür brauche ich ein Ziel, oder? Ja, oh Mann. Ja, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge nehmen wir die Quest hier an und dann ciao und bis gleich. Tschüss. Ciao.